you would stop running. We have so much to talk about. Hallo und herzlich willkommen zu Part 45 Resident Evil 6 mit General Hudson und Ada. Und ja, was machen wir? Wir sind an einem Schiff. Oh. Folge dir und Rekrut gucken wir mal weiter. Hey. Wurde okay. Doch befördert. Hast du nicht mitbekommen? Ja, hab ich schon mitbekommen. Als wir im Boot hierher gefahren sind. Guck mal, hier sind wieder Löcher am Boden. Das lässt ja auf was schließen, ne? Juhu. Glibbriges Zeug. Guck mal hier, 51. Oh, das muss doch was zu bedeuten haben. Chip 50. Das ist die Stelle, wo Chris und dann hier, wo wir zwei First Tries gebraucht haben. Wo wir hier runter, wo wir diese Sprunganimation haben. Erinnerst du dich? Mit dieser Quicktime-Scheiße, wo dann das Viecher daherkommt. Und wir dann auf diesem Rohr liegen. Das kann sein, ja, stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Aber nice. Aber wenn wir hier jetzt schon clearen, wie kann denn das sein, dass dann jetzt Chris und. Naja, ist egal. Really? Three separate passcodes? Ich habe iOS 8 installiert, ich mach das. Geil, jetzt wissen wir, wo die Dinger sind. Gut, oder? Wenn's Apple nicht gäbe. Hat der jetzt den Schlüssel oder müssen wir jetzt nochmal durch die Tür? Guck doch mal, siehst du das nicht alles, das Zeug? Aber hier war ja gerade auch so ein Symbol. Ah, da liegt er doch. Oh, Elgin. Ach, hier. Hallo. Okay, dann mal weiter. Kommen wir denn da rüber? Haben Sie schon eine Idee? Wo denn rüber? Ah, hier geht die Tür doch auf, hab ich dich doch gefragt. Oh nein, nicht nochmal den ganzen Scheiß. Hab ich dir den Spaß versaut, ne? Wolltest du hier fett Stealth-Action und sowas machen? Na, der war noch nicht tot. Da waren wir ein wenig nachlässig. Oh, geht's denn hier hin? Oh, guck mal, hier ist er voll. Alter Schwede. Komm mal rein hier. Hier ist ein Köfferchen. Mitnehmen? Ah, nee, kein Herzteil. Ich komme. Ich finde die Musik gerade ein bisschen seltsam. Erinnert mich an Final Fantasy 7 oder 8. So dieses. Na, ist halt Japano, ne? Klingt alles irgendwie gleich, um es mal böse zu sagen. Oh, cool. Habt ihr sich noch frisch machen oder können wir weiter? Nö, passt schon. Okay. Ja, dann. Das Badezimmer, gar kein Emblem, nur so ein Badezimmer hingemacht. Ne, ja, sind noch mehr Zimmer. Ja, besser als wie ein Alien, ne? Da gibt's halt auf dem ganzen, auf der ganzen Station kein Badezimmer. Hä? Kommst du darauf? Das ist halt so, ne? Überhaupt nicht. In der ersten Minute triffst du aufs Erste. Das zeigst du mir mal, das Badezimmer. Ja, gibt's Toiletten und Dusche. Ich hab sogar geduscht in meinem ersten Part. Das weiß ich ja. Man zieht sich ja dann um und so. Hier ist eine Waffe in dem Raum. Ja, eigentlich muss man gar nicht duschen. War mehr so RP. Und
Komm. Aber diesmal ist es wirklich ein Herzteil, ein richtiges Herzteil. Bam. Und den Bärenkiller. Also, wo ist er denn? Ich glaube, dem geht's nicht mehr so gut. So, Pech gehabt. Oh, endlich mal eine gescheite Waffe. Schauen wir mal. Oh, ein Highspray. Aber nice. Alter Schwede. Haben wir zugepumpt mit Sachen. Ein Badezimmer. Bist du noch da? Ja, ein Badezimmer. Ja, hier könntest du mal mitmachen jetzt. Hier könntest du mal mitmachen. Genau so war es geplant. Ey, wie oft will er mich denn noch? Könntest du mal mitmachen? Das hat mich wieder arsch viel Energie gekostet. Ja, jetzt hol dir mal das Heilspray und das Zeug aus dem Badezimmer. Hier ist eine Karte vom Schiff, das mitnehmen. Ich hätte mit dir, das war mal so geplant zum Mitnehmen. Da haben sie sich irgendwann gedacht, oh nee, Map aufsammeln ist irgendwie scheiße. Hier müsste der nächste sein. Huh. Locked from the other side. Ja, locked from the other side. So, ist der letzte oder was? Babbelt doch nicht, sind immer drei. Ach, wir haben drei. Ne, wir haben zwei. Lol, wie das ist einfach wieder despawn. Der ist gerade vor mir aus dem Loch rausgekrochen und dann wieder rein. Oder war einfach weg halt dann. Hier die Szene können wir auch noch. Okay, not going that way. Na doch, wir sind doch zu zweit. Kommen wir doch hier rein und so. Lol, hat der jetzt den letzten auch noch? What the fuck? Ach so, nee, der hat ihn weggenommen. Okay, dann müssen wir einmal außen rum wahrscheinlich, ne? Oh, was? Jetzt ist die Tür offen. Nice. Ach nee, das sind wir hergekommen. Ich bin verwirrt. Hier so hin? Ach so. Alles klar. Das ist jetzt die andere Seite, ne? Ja. Okay, wieder einmal außen rum. Kein Problem. Ach nee, hier ist ja wieder der Anfang. Kacke, irgendwo haben wir uns verlaufen. Oder nicht den richtigen Weg genommen. Okay, not going that way. Ich hab halt null Durchblick. Keine Ahnung, wo wir da jetzt. Wie wir da jetzt hinkommen. Ja, das weiß ich auch nicht, wie wir da hinkommen. Super, toll. Na, irgendwo links hätte ich jetzt gesagt. Natürlich geil mit der Sniper-Munition in so einem Maschinengewehr drinne.
Ich glaube, die. Ah, ich habe jetzt durch die Munition schon verballert, ne? Aber. The question is, how we get there. Ah, guck mal, hier waren wir noch nicht. Oder? Die Getränkeautomaten nee. Kommen mir nicht bekannt vor. Ah, hier geht's so weiter. Hopp. Super! Alles klar, endlich. Wieder gute Stimmung. Olle! Wollte sich von hinten anschleichen. Anschleiche. Ach, guck mal, das sind jetzt die. Scheiße. Mmh. Oh! Another one. Boah, Explosivgeschosse hier. Kann ich nicht aufnehmen. Kacke. Ja, wir müssen bestimmt eh warten, bis die Sprinkleranlage das Feuer löscht, oder? Ja, wir müssen das Vieh bestimmt killen. Also, endgültig killen. Ah, ne, guck mal hier, das Feuer ist weg. Okay, du hast recht gehabt. Wo rennt denn der hin? Okay, haben wir alle? Mutiere. Nee, doch nicht. Das sind ja eh alle Mutiere, aber du weißt, was ich meine mit den Mutieren. Lol, was? Der schießt schon durch die Tür auf mich, ey. Lol, na klar. Ach komm! Wo rennt er denn hin? Lol. Oh, eiskaltes Händchen. Nehmen sie! Okay, wir alle tot. 7 Meter. Oh Gott sei Dank, wir haben den Schlüssel, ne? Holy! Ne, den hatte ich, aber da bist du gestorben. Ey, warum trifft er denn nicht? Das ist ein Quatsch. Almost too easy. Wie viel Leben hast denn du? Moment, noch 4. Ach, ich nehme jetzt trotzdem das Heilige bei, bleib mal da. Wie nutze ich denn das? Hier. Eigentlich auch irgendwo ein Emblem mit diesen Kammern links und rechts. Mir war so. Stopp.
Du Mistvieh. Und im einen Raum, wo wir eben waren, habe ich eigentlich gründlich geschaut, aber nichts. Auch hinter den Vorhängen und so. Oh, guck mal, das ist eine Pfandgranate. Oh ne. Down, Motherfucker! Mit dem fetten Ding so aus und mit wahrer Nähe in die Fresse gehauen. So wird's halt der Arnie machen. Ja, wollen wir mal weitergehen? Ja, hier sind noch überall Räume zum Aufmachen. Ich habe hier eine Brandgranate aus dem ersten Raum gelootet. Eiskaltes Händchen. Okay, hier ist noch eine Kiste zum kaputt machen. Oh, hier das. Die Offizierskabine, hier ist der Alkohol und hier ist Glücksspiel. In der Offizierskabine? Ja, die anderen waren ja alle leer, weißt du, die hatten das nicht. So, jetzt haben wir sie aber alle. Ja. Entschuldigung, das war aus Versehen. Ja. Ich weiß schon. Laufen wir richtig? Ey, Kia! Da hätten wir auch raten können, ey. Die NPCs wieder kommen während der Videosequenz, ja. Oh, Scheiße! Hab dich. Immer ohne Heilung. Wenn ich jetzt das nächste Mal getroffen habe, bin ich ganz tot. Ich hab doch gar keine Heilung. Da musst du aber irgendwo welche liegen lassen haben. Ich hab auch wieder erst aufgesammelt. Glaube ich. Ja, stimmt. Eins hab ich. Okay, eins. War nicht ausgerüstet. Leben hast du. Oh, was ist denn hier jetzt? Was denn du? Bin voll. Was ich töte noch einen. Warum? Warum nicht? Ja, ich bin voll. Hab volles Leben. My evil twin. At first, you'll be afraid. But don't worry. You're just becoming the monster you always were. You and everyone else on the planet. You and your family may have shaped the world into what it is today. But starting tomorrow, what the hell did Simmons do to you? Lol, hast du doch gesehen? Achso, die Geburt hat sie ja nur gesehen. Aber ja, trotzdem, ja, stimmt. Was hat er denn getan? Wonder when I'll get to meet this doppelganger of mine. Hast du doch schon gesehen im roten Cabrio? Schätzchen, was ist los mit dir? Und auf dem Video ja auch. Ach ja. Ich dachte mir, wir gehen mal hier hoch. Was hältst du denn davon?
mal hier. Landedeck. Ist schon geil gemacht. Ja. Ach, guck mal. Hallo. Guck, das unterstützt meine Theorie, dass General Hudson eigentlich ein imaginärer Freund von Ada ist. Anders kann man... Oh, jetzt ist hier ein Kraut, ey. Jetzt hätte ich kombinieren können. Was schmeiß ich denn jetzt weg, ey? Das ist doch echt zum Kotzen, diese Munition. Aber auf. Ja, ich habe noch ein Heilspray, also wenn du einen Punkt hast, dann nehme ich das jetzt, dann bist du wieder voll. War voll, aber wenn du willst. Ich hab einen Balken, jetzt nicht mehr. Alles klar. Nachladen, ne? Nur um dann gleich zu sterben und nochmal immer wieder neu nachzuladen. Wie in Rapture. Mal ein bisschen mit Armbrust wieder schießen. Oh, sowas hasse ich ja, ne? Wenn du diese automatischen Startpunkte hast und das Nachladen nicht geladen wird für irgendeinen Punkt, wo du öfter stirbst. Was du da eben angesprochen hast. Ne? Ich hasse das. Na. Okay, hier links sind welche drin. Na, da geht's auch rein. Nee, oh, dann gehen wir doch mal Hallo sagen. Jetzt geht nicht mehr da rein. Lol, jetzt geht's nicht mehr nach dem Segment. Okay, dann gehen wir nicht da rein. Okay. Ah, jetzt geht's rein. Glaube ich erstmal einmal außenrum. Jetzt weiß ich auch, warum da mit Chris so ein einmal außenrum Ding gemacht wurde. Oh nee, ein Westentypi, Mann. Boah. Nein! Nein! Ja, ich bin down. Ich glaube ich auch. Ah, scheiße. Oh, wie schnell ich da recke. Ist ja hammer nice, ey. Lol, du bist jetzt verreckt. Ich war jetzt... Oh, ich bin so schnell gereckt gewesen, als ich am Boden lag. Das glaubst du gar nicht. Oh, ich hab... Jetzt hätte ich das gewusst. Ich habe mit dem Granatwerfer jetzt halt auf den Gegner geschossen, so. Vergeltungsschlag, weißt du. Aber ich wusste ja nicht, dass du wieder auf den Beinen fast bist. Hab ich quasi selbst getötet. Super. Das heißt, du sabotierst mich auch noch. Ja, können wir das irgendwie... Aber diesmal will ich nicht hier in dem Gang stehen bleiben. Diesmal will ich... bleib am besten hier stehen. Okay. Aber die brechen da ja die Tür auf. Warum wird das jetzt nicht getriggert? Weil ich vorher im Licht stand. Und jetzt nicht. Ach so, lol. Okay, dann stand ich jetzt im Licht. Hier ist ein Emblem. Ja, sorry. Ich hab überhaupt nicht gecheckt mit dem Licht. Ich würde gerne cooler laufen, Leute, aber mein analoges Geläst ist leider nicht so. Thanks for keeping busy, fellas. I'll see you around. Oh, fein, wenn dieses in den Gängen darum fliegt. Hier, damit deine Zuschauer auch mal was zu sehen haben, ne? Ja, ich hab mir einen Kommentar verkniffen. Ja, ich weiß. Aber mir war schon klar, warum du so lange gebraucht hast.
mal, wie sie da kämpfen, die Affen. Guck mal, wie ich meinen Analogstick nicht richtig hinstellen kann, dass er so mal stehen bleibt. Werden die sterben nie? Nur keiner von den Vieren? Das wäre echt lustig, ja. Die haben halt ihre, die haben halt die XP nicht aufgesammelt, weißt du, dass sie die Waffen skillen können, deswegen machen sie wenig Damage. Na egal. Aber man sieht schon ganz klar, dass Chris schon der coolere ist, ne? Der geht so immer nach vorn, traut sich was, ne? Ja. Hier ist immer so, so hinten ganz in der Deckung, so ganz so, anders wie du, ne? Guck hier, wendet sogar den Gegner den Rücken zu, so cool ist der. Hammerhart, der Chris. Jetzt echt drauf. Guck mal, wie wir wieder die Munition nicht aufsammeln. Das Spiel lässt mir nicht zu langsam zu laufen. Ich muss volle Kanne durchdrücken, sonst läuft er gar nicht. Down. Das kann kein Mensch kann das durchrütteln in der Zeit von volles Life auf Low. Ach komm schon, schick dein komisches Vieh raus. Ach Scheiße. Das macht er nicht von alleine, deswegen muss man ja auf den Schwarm schießen. Lol, warum bist du nicht gestorben? Mistvieh, ey. Ich hasse diese Viecher. Echt die Behindertsten. Ja, ich weiß nicht, ich hab halt präventiv schon losgerüttelt. Vielleicht lag's daran. Na, bei dir ging es auch viel schneller rum irgendwie. Ich muss da, ohne Spaß, ich muss da ewig lang rütteln. Und ich sehe halt langsam mein Leben dann runtergehen, kann gar nichts dagegen machen. Zuschauer können es bestätigen. Und wir haben es auch gehört, wie schnell ich gerüttelt habe. Wahrscheinlich hast du es auch gehört. Ja, vielleicht liegt es auch an deinen roten Sticks. Nee. More searchlights, huh? Huh. Oh. Okay, das war nicht cool. LOL. Das hätten wir uns mal bewegen sollen. Ja, da war doch noch Zwischensequenz. Nee, war nicht mehr. Das war Sidescroll-mäßig, hätte man sich rennen können. Ich lieg am Boden, ich kann nicht. Steh auf! Ich hat's nach hinten geworfen und irgendwie in den Schacht rein, weißt du? Und dann musste ich zurückkriechen jetzt. Ich war nicht die auf dem Bein. Das sind Sachen, ey, das ist unglaublich, ey. Nee, ja, aber so, ehrlich. So, jetzt nochmal hier, stealth-mäßig, ja, jetzt gleich losrennen. More searchlights, huh? Ich bin jetzt noch gar nicht runtergesprungen. Geh zu, Alter, du stehst da! Och, Mann! Ich dachte, das war ein Gegner und ich dachte, du machst ihn jetzt kaputt. LOL. Ja, ich war doch oben geblieben, Mann. Das ist doch. An der Filmsequenz bist du immer mit mir zusammen. Ich will das nochmal machen, ey. Ja, das ist dumm, mich zu treffen, dieser Mongo, ey. Aber Gott sei Dank ist ein Wespenmann natürlich nicht. Warum denn? Ich will das stealth-mäßig machen. Deswegen lässt du dich jetzt töten. Ja. Ja, super, ey. Nicht doof. Ja, ich find's doof, dass du nicht losgerannt bist. Ich hab's verpeilt, mein Gott. Eigentlich so schlimm wie jetzt sowas hier.
more searchlights, huh? Ah, ich weiß nicht. Noch ein Quatsch, wo in Deckung gehen konnte ich auch wieder nicht. Ne? Hier bin ich übrigens vorhin reingeglitscht, als sie mich umgeworfen haben. Quatsch, das will noch einer? In dem Raum drin sind einige. Ja, das weiß ich. Ich dachte, aber bei der Tür stand einer. Ich dachte, der kommt vielleicht raus oder so ein Quatsch. Ach, das einfach dann vorbei, oder? Das ist doch so ein Quatsch, ne? Ja, dann können wir den Alarm, nee, können wir nicht selber drücken, okay. Doof, dass die mir keinen Schalldämpfer mitgegeben haben, wenn du dann schon die Armbrust hast. Oh Gott, sorry. Oh, hier ist ein Vieh. Alter Schwede. Jetzt gesehen? Achso, das hatten wir ja schon mal das Problem. Oh, ja, Chris ist wieder nice. Unter uns. Wo gehen wir denn jetzt rechts? Was ist denn los, Ada? Bitte. Guck mal, ihr könnt mal locker aufstehen. Guck mal, wie hoch das ist, dieser Scheißgang. Könnt mal fast stehen, ey. Okay, es geht nur in die eine Richtung. Da kann man locker stehen. Quatsch. Warte mal, ist hier ein Emblem in dem Raum? Nee, ne? Das sieht nicht so aus, okay. So, was erwartet uns hier? Okay. Simmons? Ein Herzteil? Now I get it. Hmm.
Das ist schon seltsam, seinen eigenen Tod. Also auch wenn es nicht sieht, ich selber ist, trotzdem sein Ebenbild zu sterben. Ja, klar, sich selber zu sehen, ne? Und dann stirbt dieser jemand auch noch. Lol. Ah. Ich dachte, sie war weg. Lol. Ich dachte es auch erst. Seltsame Kameraperspektive. Also müssen wir jetzt wieder zurück in die City. Na, dann geht's jetzt wohl langsam zum Endkampf. Am Quad Tower. Alpha Team, this is HQ. We've confirmed that Wong was telling the truth. There's a fully armed aircraft carrier in open water not far from your location. Satellite imaging indicates they're getting ready to fire missiles on the mainland. It's imperative that you stop them from launching even a single one. Copy that, HQ. I don't condone your actions, Carla. But at least now I... Lol. Ich war noch am Reden. Your hatred for Simmons drove you to tear down the world they created. But it was your conscience, Carla, that saw you fail. After all, isn't that why you brought me into this? It's a shame. If you had only sought vengeance against Simmons alone, I would have helped you. This world. Nothing! Hell will rise and chaos will reign! And I, Ada Wong, will be queen of the to break it to you, but you're nothing but a cheap knockoff, at best. Rest in peace, Carla. Wer ist denn Carla? Ja, irgendeine. She must have injected herself with a powerful dose of the C-Virus. Ist ein Abzeichen. Oh, hol ich mir dann in der nächsten Folge. Gut. Na, guck mal. Deine 40-Minuten-Fee ist da. Ja, heute hat sie mir gar nicht zugeflüstert. Hab's noch nicht bestellt.
Ach so. Bestellt. Ich verstehe. Ich glaube, da müssen auch die Zuschauer nicht lange rätseln, was er damit meint. Dann schauen wir mal. Wahrscheinlich geht's dann im nächsten Part ins Finale und dann im nächsten Part ins Finale vom Finale. Und vielleicht sind wir dann im übernächsten Part fertig, ne? Ja. So schätze ich das Spiel jetzt mal ein. Frag mich bloß, wer da jetzt geredet hat zum Schluss, als die schon aufgelöst war. Nee, die scheint da jetzt wohl so allgegenwärtig, wo dieser Schleim ist. Da ist auch sie irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht hat sie sich irgendwo manifestiert schon mit dem Schleim. Okay. Wer weiß, wer weiß. Ja, ich verabscheue mich schon mal, ne? Ich mach's heute mal kurz und knackig, ne? War ein schöner Part. Lasst doch einen Kommentar da und macht's mal gut von mir, dem Längster. Ja, ich habe auch noch gar nicht so viel, ne? So dazu hinzuzufügen, ne? In der nächsten Folge werde ich Rekrut Dogger mal zeigen, wie mir das Finale vernünftig inszeniert. Und dann einen schönen Tag noch und dann bin ich jetzt auch weg, ne? Der Verity.